Nee, natürlich nicht. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn wir jetzt hier von oben da reinkommen würden in die Kathedrale oder was das sein soll. Mann, ey. Guten Tag, Miss Fry. Das nehme ich. Sie wollen das Tuch, um ihre Macht zu festigen. Aber was, wenn es zu mächtig ist? Und wozu wollen Sie das Tuch? Nur damit die Templer es nicht bekommen. Typisch Assassinen. Die Macht des ewigen Lebens zu besitzen, aber sich dann nicht trauen, sie einzusetzen. Ewiges Leben? Glauben Sie, das hat das Tuch zu bieten? Was ich glaube, hat sie nicht zu interessieren. Oh, Bitch. Bitchfight. Ja, Alter, wie soll man denn sowas blocken, Alter? Das ist ja unmenschlich. Komm, leck mich am Arsch, Mann. Scheiß drauf. Krass, habt ihr gesehen, wie schnell? Ich hätte anders kämpfen müssen. Willst du mich verarschen? Ich drück Kreistaste wie so ein Bescheuerter. Ich drück die Kreistaste, als wär's mein Buddy. Also mein Buddy, Freund so. Eine freundschaftliche Umarmung. Ich drücke. Ach, egal. Ich hätte anders kämpfen müssen. Dann kann man es schaffen. Alter. Ey, willst du mich verarschen? Ich drücke wahrscheinlich im falschen Moment einfach. Den letzten habe ich wieder geblockt. Ich lose das noch. Ich lose das noch. Hallo? Ich bin zu dumm zum Blocken, Alter. Ja, ich bin zu dumm zum Blocken. Oh, ich hab's noch gepackt. Kommen Sie mit. Ich habe andere Pläne. Verdammt. Mein Gott, dumm einfach nur. Oh, Ivy, Alter. Ich habe echt mehr erwartet von dir. Was ist denn das jetzt? Ach so. Es scheint einfach nur so hell. Ich dachte, das wäre jetzt das Tor zum, keine Ahnung, wohin. Oh Mann, ey. Ich erwarte zu viel von der Braut. Das ist das Problem. Obwohl, so viel habe ich gar nicht erwartet. Ich habe eigentlich nur erwartet, dass sie die absticht. Warum tötet die nicht einfach? Das ergibt einfach gar keinen Sinn eigentlich. Also, hä? Warte mal. Ah, shit, jetzt habe ich nicht ganz genau drauf geachtet. Hat sie die Kette mitgenommen? Die hat die Kette mitgenommen, ne? Dann ist es doppelt dumm. Oh, Mann. Ich habe echt mehr erwartet von dir. Ich habe wirklich mehr erwartet von dir, Ivy. Ich dachte gerade, sie wäre so konsequent. Sie würde es einfach eiskalt durchsehen, dass was getan werden muss, dass sie das tut. Wie eine richtige Frau mit dicken Eiern. Aber... nee. Das, ja. Naja.
im Sinne des Spiels gehandelt, wa? Im Sinne der Story gehandelt, so Film, Spiel, serienmäßig. Logisch zu erklären ist es natürlich nicht. Wäre zwar immer besser, wenn es logisch erklärbar wäre, solche Sachen, aber so würde ich jetzt das Verhalten nicht wirklich nachempfinden können. Weil wenn sie die Chance hat, die Alte zu killen, zu verletzen oder sonst was zu tun, mach es doch einfach. Du hast die Kette verloren, du hast sie verloren, weil die Kette war ja definitiv ein Stück von, von diesen, wie soll man sagen, Vorväterstätten. Sah auf jeden Fall so aus, das Material. Und vielleicht gibt es ja solche Tempelanlagen hier in London. Irgendwo. In den Undergrounds. Kann man ja nicht wissen, ne? Helix-Glitch. Muss man eigentlich eine komplette Palette einsammeln, damit man so eine Helix-Mission freischaltet? Wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es später erst kommen. Na gut, okay. Das wird wahrscheinlich die abschließende Mission für die Sequenz sein. Jacob begibt sich zu Waterloo Station, um die Maschine zurückzuholen und Pearl Attaway zu eliminieren, die sich als Templerin entpuppt hat. Let's fucking go. Mal gucken. Sir, der Zug ist jetzt in Waterloo eingefahren. Sobald Starricks Männer hier sind, werden sie die Maschinen entladen. Nicht, wenn der Zug schon abgefahren ist. Komm mit deinen Freunden nach Charing Cross. Ich schicke die Maschinen dorthin und ihr könnt sie abholen. Ach, Charing Cross, so hieß doch auch die Special Edition, oder? Charing Cross. Tja, nee, habe ich mir dieses Jahr nicht gegönnt, die Special Edition. Mal gucken, ob ich die mir die vielleicht ein paar Monaten nochmal nachkaufe. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. So. Alles klar. Ladies and Gentlemen, bitte verzeihen Sie die Verspätung. Wir werden Sie schon sehr bald zur Central Station bringen. Wo zum Teufel ist dieser Fahrplan? Central Station ist geschlossen. Befehl von Attaway. Du hast die Pläne gesehen, oder? Wusstest du von der Schwachstelle? Es ist nur ein geringer Mangel, Sir. Ansonsten wurde der letzte Waggon verstärkt. Aha. Pearl Attaway. Ich würde sagen, wir gehen wieder auf das einzigartige Attentat, oder? Klingt ein bisschen aufregender, finde ich persönlich. Also, let's go. Oh Mann, ey, manchmal wäre das vielleicht dann doch nicht so schlecht, wenn ich mir doch mal ein bisschen Munition hole. Ab und zu mal zumindest. So, neben dir steht einer, boxt euch mal zu Tode jetzt bitte. Ach, guck mal hier, das hat sogar das Assassin-Zeichen. Das ist ja cool. Den Bahnhofsleiter befreien. Ja, aber die Schiene wollte ich doch gar nicht fahren jetzt. Habt ihr verstanden? Habt ihr das Wortspiel verstanden? Die Schiene wollte ich doch jetzt. Ach, noch. Ich nehme trotzdem das einzigartige Attentat. Mir gefällt ganz und gar nicht, wie die aussehen. Okay.
Sieht die mich? Die sehen mich, tatsächlich. Oh, fuck jetzt, Mann. Ich komme hier gar nicht rüber. Oh, Mann. Hä? Wie kommt man denn hier rüber? Warum geht denn das nicht so wie... Ich probier's mal so. So, kletter, Äffchen, kletter. Sicherheitschefs. Ja, das ist doch kacke. Ich komme da nicht so durch. Ja, boah, wie mache ich das jetzt? Alter, das ist ja... Das ist ein Level 9, Fuzzi. Doch, jetzt hier komme ich wieder durch. Perfekt. So, warte mal. Komm, beeil dich. Nein. Geh vom Geländer runter. Kurz nach oben. So, warte mal. Ein Brief vom Hersteller an Thomas Logan. Diesen Brief liegen, wie gewünscht, die Entwürfe für Miss Attaway verstärkten Wagen bei. Die hervorgehobene Schwachstelle ist ein Resultat der Spezifikation, die ein Mitglied ihres Teams vorgenommen hat. Der Name findet sich nicht in unseren Aufzeichnungen. Mit besten Grüßen, Matthew Yu. Hughes. Na. Ist ja auch scheißegal. So, ja, Fortran, machen wir das mal weg. Das ist halt kacke, so. Ich versuche mich mal dann lieber hier drüben rüber zu schleichen, so seitlich. Ich will es jetzt nicht auf den letzten Metern verkacken, auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe es irgendwie, ja, jetzt nicht übertreiben, aber so ein bisschen habe ich schon im Urin, dass ich jetzt verkacken werde, oder? Aufgepasst jetzt, nämlich. Lass los! Haltet auch schon an dem Rock, Jungen! Verschwunden. Gott steh mir bei. Ich hab's gepackt. Alter, war das knapp. Na, sagt die noch irgendwas? Jetzt muss sie umbringen. Das hast du davon. Eine Schande. Gute Partnerschaften sind äußerst selten. Unsere ist mit Sicherheit aufgelöst. So läuft das Geschäft, Mr. Fry. Man tut, was man muss, um an die Spitze zu kommen. Crawford wird meinen Tod nicht auf die leichte Schulter nehmen. Er wird sehr unangenehm, wenn er verärgert ist. Ich habe so viel geopfert. Ich will meine Busse nicht verlieren. Ist ja süß, dass sie bis zuletzt an die Busse gedacht hat. Mein Gott. Hier die ganzen Templer-Symbole.
Logo. Jacob. Lass ihn nicht entkommen! Oh Mann, Jacob. Verteidige dich! Ist nicht das? Schade. Naja. War jetzt wohl nicht unbedingt so. When coldness o'er deep sea shells light, the beauty now they prize, and deem it but a faded light which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a mask. Mr. Sterrett! Ich sagte, ich will nicht gestört werden! T'will break your own to see. In such a moment, I but ask that you'll remember me. That you'll remember me. Crawford. Ihres Glanzes, beraubt durch die Hand dieses Wilden. Er muss Gerechtigkeit erfahren. Pearl braucht keine Gerechtigkeit. Pearl würde Rache wollen. Ihre Passion ist bewundernswert, Miss Thorne. Aber unsere Gefühle dürfen nicht die gesetzlichen Strukturen der Gesellschaft zerstören. Wenn wir das tun, siegt der Feind. Es soll im Verborgenen geschehen. Miss Fry wird am Galgen baumeln. Und ich zerfleische ihren Bruder, wenn er kommt, um sie zu retten. Ich schätze, es muss getan werden. Aber kein Risiko. Verstärken Sie die Templerpräsenz in London. Nur wir beschützen diese Stadt des Lichts. Ja, Crawford. Und dann betreten wir das Gewölbe und werden die Schatten gemeinsam verjagen.